Ja, auf den letzten Metern möchte uns der April schon mal auf den bevorstehenden Wonnemonat einstimmen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Und jetzt steht uns auch eine ruhige Nacht bevor. Es ziehen zwar Wolken auf, die später auch mal einen Schauer dabei haben können. Das ist aber wirklich nur die Ausnahme. Und in den morgigen Tag starten wir zunächst wolkig mit eventuell noch letzten Tropfen oder ganz vereinzelten Gewittern. Ab dem Mittag wird es aber meist trocken bleiben und dann kann die Sonne alles geben. Der Wind frischt dabei nur etwas auf, weht schwach bis mäßig und das dann bei angenehmen 23 bis 25 Grad. Am Brückentag bekommen wir dann einen freundlichen Wechsel aus einigen Quellwolken und viel Sonnenschein. Nur in der Altmark können sich vereinzelt Schauer oder auch Gewitter bilden. Und am Maifeiertag sind dann vor allem südlich des Mittellandkanals etwas mehr Wolken unterwegs. Aber auch die Sonne kann sich zeigen. Dazu gehen die Temperaturen etwas zurück. Doch schon ab Mittwoch geht es mit ihnen wieder aufwärts. Und dann pegeln sich diese bei um die 20 Grad herum ein. Hier der Temperaturtrend von Halle. Ja, unser heutiges Zuschauerfoto entstand in Badingen in der Altmark und zeigt einen form- und farbvollendeten Regenbogen. Liane Nielebock hat diesen wirklich gut in Szene gesetzt. Vielen Dank dafür. Der Start in das für viele verlängerte Wochenende hätte nicht besser sein können. Guten Abend, liebe Zuschauer. In Bautzen konnte die Sonne oft alles geben, bei angenehmen Temperaturen. Ja, morgen knacken wir dann im Vogtland die offizielle Sommermarke von 25 Grad. In Leipzig kratzen wir daran und dazu bleibt uns dann auch die Sonne erhalten. Es scheint so, als wolle der April uns auf seinen letzten Metern schon einmal auf den bevorstehenden Wonnemonat einstimmen. Auch in der Landeshauptstadt mit 25 Grad. Doch erst einmal steht uns eine ruhige Nacht bevor. Ja, und morgen geht es dann auch schon gleich mit viel Sonnenschein in den Tag. Erst am späten Nachmittag bzw. Abend bilden sich mitunter dann auch mal dunklere Quellwolken. Schauer oder auch Gewitter bleiben aber trotzdem die Ausnahme. Ja, und auch am Brückentag lässt sich die Sonne nicht stoppen. Nur am Dienstag wird es etwas wolkiger und die Temperaturen gehen zurück. Doch schon in der zweiten Wochenhälfte geht es mit diesen langsam wieder aufwärts. Dann pegeln sie sich so bei um die 20 Grad herum ein. Hier der Temperaturtrend von Dresden. Bis morgen und einen schönen Abend Ihnen.